schön, dass ihr unserem YouTube-Kanal wieder zugeschaltet habt. Mein Name ist Amrei Lüdemann und heute zu Gast mit mir ist Christiane Hansmann. Das ist das zweite Video einer YouTube-Serie, das wir drehen, um euch auf eine Reise mitzunehmen durch ein Buch, das heißt Ohne Worte. Das Buch hat Christiane Hansmann geschrieben, dieses Jahr fertiggestellt und veröffentlicht worden. Und der Inhalt des Buches ist dir durchgegeben worden von einer Energie außerhalb ihres Systems, einer Energie namens Salvador. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ein bisschen Hilfestellung leisten bei der Lektüre des Buches und jedes Kapitel mit einem YouTube-Video unterstützend begleiten sozusagen und führen heute, wie angekündigt, das Gespräch zum Kapitel 2. Hallo Christiane, schön, dass du da bist. Können wir heute mit Kapitel 2 loslegen. Kapitel 2 ist ja im Prinzip die Grundlage des ganzen Buches. Das verschafft ganz breites Wissen über verschiedene Energiezusammenhänge unseres Universums, aber auch der Einzelperson. Ist wahnsinnig spannend und man kann wahrscheinlich sagen, dass Salvador tatsächlich den Hauptfokus nicht nur in dem Kapitel, sondern im Buch darauf legt, dass wir Menschen uns authentizitieren, was ja bedeutet, dass authentische Energien im freien Fluss durch unser System durchfließen. Mhm. Warum glaubst du, ist das Salvador so ein Bedürfnis, gerade dieses Wissen an die Menschheit durch dich zu geben? Mhm. Also einmal würde ich jetzt sagen, Bedürfnis ist vermenschlicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass es ihm ein Bedürfnis ist, sondern dass es aus seinem Sein entspringt. Also er leitet praktisch Energien weiter in Form von Wissen, also eine Wissensqualität an Energien, die er durchgibt, damit wir uns wieder erinnern an das, was wir sind, mhm. also an dieses All-Eins-Sein. Und dass dieser Fluss jetzt gerade auf diese Erde darf, also dass es jetzt Zeit ist, dass die Menschen sich wieder erinnern. Ja, man hat ja auch den Eindruck, dass irgendwas ist so in dem Sinne, ne? Also irgendwas ist in dem Sinne, dass die Menschen heute schon anders leben als zwei Generationen vor uns und sowieso ganz anders leben als hunderte Jahre vor uns. Was meinst du, verändert sich? Also was ich selber beobachtet habe, ich habe mit meiner Praxis begonnen 2000, ja, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, auch schon mit Bewusstseinsarbeit, mit der kraniosakralen Osteopathie, war ich ein bunter Papagei. Also da haben viele gefragt, was machst du kraniosakral? Hat das was mit der Kirche zu tun? Oder ne, also dieses Bewusstsein der Menschheit, was Bewusstseinsarbeit an sich überhaupt ist, ist unglaublich gewachsen in den letzten 20 Jahren. Also ich habe jetzt Patienten, Geschäftsmänner, also aus jeder Kategorie Menschen, die anfangen, in dieser Bewusstseinsarbeit wirken zu wollen, erstmal an ihrem eigenen System. Mhm. Das ist wirklich durch die Masse durchgegangen, den Fokus auf das eigene System oder wer bin ich, was ist der Sinn des Lebens, das wächst unglaublich. Mhm. Aber das stimmt und das erlebe ich auch so im Umfeld, was ich in dem Buch total spannend fand, mag sein, dass andere Menschen sich da schon vorher mit beschäftigt haben, ist, dass ja letztendlich die Bewusstseinsarbeit eines jeden Einzelnen, also die Authentizierung eines jeden Einzelnen ja einmal betrachtet, aus diesem einmenschlichen System heraus, aber das auch aus universeller Sicht auch betrachtet. Das fand ich ja wirklich beeindruckend. Kannst du dazu was sagen? Warum ist es so wichtig, dass sich jeder einzelne Mensch authentizitiert auf lange Sicht für das Universum, in dem wir leben? Genau, also es ist ja auch schon mal Voraussetzung, wenn wir uns mit uns alleine beschäftigen, ist es ja, fast inbegriffen, dass wir uns auch mit dem ganzen System beschäftigen, weil wir ja Teil sind des Ganzen. Das heißt, wir versuchen uns selbst zu verstehen im Einzelnen und das wirft gleich Fragen auf, wie sind wir eingebunden in dem Ganzen. Und das ist, wo Salvador auch nochmal ja, speziell drauf eingeht und dieses Gesamtsystem erklärt, wie das funktioniert in Form von Energien. Also wie fließen die Energien im großen Ganzen, wie werden wir versorgt und geht dann auf das einzelne Individuum wieder ein. Wie funktionieren wir als Individuum und wie sind wir eingebunden? Wie funktionieren wir untereinander, also wir Menschen untereinander? Wie werden da die Energien ausgetauscht? Um da einige Mechanismen auch zu verstehen,
wo wir verstrickt sind, wo wir eingebunden sind, wo irgendwas klebt, um dann mit diesem Wissen das natürlich aufzulösen, um ja. authentisch zu werden und dann in diese authentischen Energien zu kommen, mhm. also in den Fluss. Vielleicht fangen wir mal im Großen an und mhm. kommen dann auch recht schnell ins einzelne menschliche System. Er sagt ja, dass es eine universelle Quelle gibt, mhm. die einen Raum eröffnet, das Universum, in dem wir leben. Und wir alle gespeist sind letztendlich aus Energien aus dieser universellen Quelle. Und es einzelne Ebenen gibt. Und die untersten drei Ebenen, fand ich auch spannend, das sind die, zu denen wir Zugang haben, zu denen jeder Mensch Zugang hat mit dem Bewusstsein, was wir als Menschen haben. Das ist ja ein großer Teil des zweiten Kapitels. Willst du zu den drei Ebenen vielleicht mal was sagen? Ja. Für den, der es vielleicht, für den vielleicht doch schwer zu verstehen war in dem Buch. Mhm. Also es gibt in diesem ganzen großen universellen Raum, wie er das beschreibt, ist ja eine Welle der Energien in eine Richtung gegangen. Das heißt, es geht erstmal in die Welle Richtung Materie. Das ist wie Ein- und Ausatmen. Wie wir das Menschen, sind wir, die Materie. Das sind wir, genau, wenn mhm. wir ein- und ausatmen. Ja, das ist ja auch eine Welle. Wir atmen ein und wir atmen aus. Das ist jeweils eine Wellenbeschreibung. Das finden wir in der Atmung, das finden wir im Herzrhythmus, im kraniosakralen Rhythmus. Mittlerweile entdecken sie noch einen Rhythmus, der darüber liegt, der noch feiner ist als der kraniosakrale Rhythmus. Das heißt, das ganze System, auch bis zum Universum, ist alles in Rhythmen aufgebaut oder funktioniert. Die Energien fließen in Wellen. Mhm. Und diese große universelle Welle fließt noch in die Materie rein. Also die Energien sind dabei, zu definieren, zu formen, Materie zu formen und hier zu definieren. Jetzt gibt es verschiedenste Ebenen, wie er das beschreibt. Da sind die unterste, also die unterste Ebene ist die materielle Ebene, wo wir uns hier befinden mit unserem mhm. Bewusstsein. Darüber ist die geistige Ebene und darüber die Seelenebene. Und die Energien jeweils in diesen Ebenen haben eine andere Frequenz, eine andere Schwingung. Mhm. Und je dichter es wird, also je mehr die Welle in die Materie reingeht, desto dichter wird die Energieform. Und die Frequenz wird auch nochmal eine andere. Mhm. So dass wir jetzt gerade in dieser Ausatmung sind. Mhm. Ne, diese Ausatmung, also raus in die Materie. Wir sprechen immer von einem freien Fluss authentischer Energien. Mhm. Was ist mit uns Menschen? Ich meine, wann sind wir authentisch, wann sind wir nicht authentisch? Wenn ich hier sitze und mich gut fühle, würde ich ja spontan sagen, bei mir fließen die Energien alle frei. Ist ja nicht ganz, ganz so trivial, ist es ja nicht. Wie weiß ich, wann meine Energien frei fließen und wann nicht? Und was bedeutet das überhaupt? Ja, das ist natürlich ein sehr lang, ja, was heißt langer Weg, muss ja nicht lang sein, aber es ist ein Weg, um sich erstmal frei zu machen. Also wir sind ja ganz viel konditioniert, wir haben uns identifiziert mit alten Dingen, wir haben Glaubenssätze und all diese Dinge ziehen Energien in unser System rein, versorgen uns, die uns vielleicht gar nicht entsprechen. Ja, das heißt, es geht erstmal darum, sich selbst zu entdecken, wo habe ich einen Glaubenssatz sitzen, mit was identifiziere ich mich, um dann überprüfen zu können, bin ich das oder bin ich das nicht. Ja, mhm. also es geht ja erstmal um dieses Bewusstsein über das eigene System überhaupt, mhm. also den Fokus darauf zu richten. Und eigentlich ist es das Hingeben an das System, dass das fließen darf, was möchte. Weil also unser normaler, unser Naturzustand ist, dass das fließt, was in unserer Energie-DNA ja drin ist. Und die Energie-DNA, entschuldige, dass ich unterspreche, ist authentisch. Das ist diese Matrix, diese Pyramide, diese Doppelpyramide, in der wir stehen, richtig? Ja, das ist schon das Konstrukt der DNA. Ne? Also die DNA an sich, der Kern ist ja auf der Seelenebene, also unsere Seele, mhm. beinhaltet diese, das ist die Ausformung dieser DNA, die dann letztendlich dieses Gitter wirft. Ja, also ja. so wie in der Zelle ist die DNA und da drin ist gespeichert, wie die Zelle gebaut wird. Mhm. Okay, das, ja. Ne? Also in der Seele ist die DNA und da ist gespeichert, wie wird die Matrix von uns gebaut. Das heißt also, dass im Prinzip in meiner Seele, auf der Seelenebene, ich spreche jetzt mal von mir, schon vorgegeben ist, welche Energien authentisch fließen würden. Genau, und ja. Energien, zur Erinnerung, sind ja Erfahrungen. Also ist es eigentlich schon vorgegeben, welche Erfahrungen hier auf dieser Ebene für mich authentisch wären. Das heißt,
wenn ich jetzt das Buch lese und in Resonanz gehe und da ganz viel sich richtig und gut anfühlt für mich und ich sage, das ist jetzt ein Konzept, das kann ich gut nachvollziehen, dann wäre ja der nächste logische Schritt, dass man offen auf sein Leben blickt und alle Entscheidungen, die man getroffen hat, alle Entscheidungen, die man lebt, Lebenssituationen, Beruf, Hobbys, eigentlich zunächst einmal zur Disposition stellt, um frei entdecken zu können, ob das wirklich authentische Erfahrungen sind. Ja, das ist natürlich eine Nummer, ne? Natürlich, ja. Aber ja, es ist ja ein Loslassen von Vorstellungen, die ich über mich habe. Ja, oder ich gebe es frei und durch das Freilassen gebe ich mich auch dem Leben hin. Und das Leben darf mir ja nochmal was zeigen, ob ich vielleicht auch noch eine andere Erfahrung einlassen darf in mein Leben. Eigentlich ist es erstmal ein Freigeben. Ja, Freigeben. Von etwas, wo ich mich festankere. Ne? Wenn ich sage, das bin ich und habe dann Anker sitzen und nehme mir selber den Anker raus und gebe es wieder frei, dann habe ich ja die Möglichkeit, oder ich gebe dem Leben die Möglichkeit, dass es mir auch was anderes zeigen kann. Genau, oder es bestätigt sich auf jeden Fall. Sortiert sich alles ganz neu. Ja, das kann ja auch sein, genau. Ja, es muss ja nicht gleich etwas Neues sein. Ja, ich glaube, das ist für Leute... Es ist beängstigend. Ja, es ist... Also ich meine, ich merke das schon, wenn wir jetzt drüber sprechen, dann kommt schon so eine Art Angst, so, oh Gott, was muss ich noch loslassen? Ne? Das ist bei uns Menschen immer mit Angst besetzt. Genau. Weil wir ja gerne die Kontrolle haben oder... vielleicht dann glauben, Gott lieb gewonnen, das muss ich jetzt loslassen und dann ist es weg. Was ja nicht so sein muss. Nee, es muss nicht sein. Ja. Und daran, da ist ja auch das Vertrauen ans Leben gefragt, dass man sagt, das Leben sorgt ja für mich. Ja, es wird mir nichts weggenommen. Also eigentlich, ein authentisches Sein bedeutet ja, dass ich in mir rund werde oder glücklich werde oder wenn wir jetzt mal vom Glücklichsein weggehen, weil es ist ja ein Seinszustand. Ich werde wieder eins mit mir. Ich glaube, das beschreibt es am meisten. Das heißt aber im Prinzip total spannend, dass das, was wir als irdischen Erfolg werten würden, also sagen wir mal, ich bin erfolgreich im Beruf oder ich bin vermögend, das ist das, was ja allgemeinhin als irdischer Erfolg angesehen wird, nicht streng genommen ein universeller Erfolg für einen bestimmten Menschen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also es kann sein, wir nehmen jetzt mal so ein klassisches Beispiel, der erfolgreiche Geschäftsmann. Das kann einmal sein, dass das authentisch ist. Also diese Erfahrung steht in dieser DNA, das zu erfahren, wie es sich anfühlt, etwas zu sagen zu haben, Macht zu haben in einem Unternehmen, eine Führungsposition zu haben, Menschen zu leiten. Ja, dass da eine Erfahrung drin ist, vielleicht auch da noch was aufzulösen, ein Ego aufzulösen. Wie führt man andere? Stelle ich mich drüber? Bin ich auf Augenhöhe und so weiter? Ja, da kann ja auch noch eine Lernaufgabe drin sein. Das heißt, das wäre authentisch für denjenigen. Oder aber jemand hat sich das mit dem Ego kreiert und möchte halt Macht haben über andere, wählt diese Erfahrung irgendwann, entscheidet sich dafür, ist aber authentisch nicht am richtigen Platz. Ja, vielleicht wäre authentisch, er wäre Gärtner und würde sich mit Pflanzen beschäftigen und neue Pflanzen züchten, keine Ahnung. Ja, also und es wäre ja auch so dann, weil es eine authentische Erfahrung ist, dass das für diesen einen Menschen eine fließende Erfahrung ist. Ja, also eine gute auch. Ja, authentisch ist in Fluss gehen. Wenn er sich auf sich selbst einlässt. Ja, an Fluss gehen, da muss ich gerade dran denken, dieses lustige Beispiel, wie er das Phänomen Liebe erklärt. Ja, Salvador. Sehr unromantisch. Ne? Genau. Ne, das, vielleicht magst du dazu was sagen. Ja. Wie fühlt es sich an? Ich denke, die richtige Frage wäre, Mensch Christiane, wie fühlt es sich denn an, wenn die Energien frei fließen? Welches Gefühl empfinden wir Menschen dann? Er beschreibt es als das Wort Liebe, dass wir Liebe empfinden, wenn Energien fließen. Und dass es eigentlich ein Begriff für fließende Energien ist. Und wir Menschen das dann einpacken. Da können wir gleich drauf kommen auf das Thema Deals zwischen zwei Menschen, weil da dieser Begriff Liebe mit reinkommt. Ja, also er spricht ja, einmal erklärt er das Wort Liebe, was das universal eigentlich bedeutet, dass Energien frei fließen und wir uns dann wohlfühlen oder wir sind in unserem Sein, weil die Energie fließt. Und zwischen zwei Menschen, also gerade in Beziehung, wenn dieses Liebeswort kommt, können wir das verwechseln.
weil wenn wir Deals schlagen, also das bedeutet, Deals, ich ernähre mich mit den Energien des anderen und der andere ernährt sich von Energien von mir, aus meinem System. Mhm. Das heißt, wir zapfen uns gegenseitig an und werden zu einer Energiequelle für den anderen. Also dieser Zugang zu dieser universellen Quelle wird nicht mehr als Hauptursprungsquelle erfahren, sondern man legt die Quelle in den anderen hinein, in den Partner in dem Fall. Ja, ja, aber man muss ja nicht authentische Energien nur ziehen, wenn man selber in der Situation ist, nicht authentische Erfahrungen machen zu wollen. Ne? Das stimmt, ja. Mhm. Also ist es ja sozusagen doppelt verzwickt. Zunächst einmal bin ich jemand, der nicht authentische Erfahrungen macht. Dann denke ich, huch, ich werde ja gar nicht von oben versorgt, weil das nicht meine Energien sind. Dann suche ich mir jemand anders, bei dem ich diese andere Art Energien, stimmt, die ich für diese, ja, Erfahrung brauche. Ja, genau. Total spannend. Dann ist das ja missverstanden. Dieses Gefühl der Liebe hat man trotzdem, weil alles fließt. So, aber genau. Und das ist das, was er halt dadurch erklärt, ja, dass das ein Deal ist und dass wir das als Liebe bezeichnen, weil in dem Moment wirklich ja Energien fließen. Also es fließen ja Energien. Ja? Du kriegst dann von mir Energien, ich krieg von dir. Das heißt, zwischen uns fließt etwas. Mhm. Und da es fließende Energien sind, sagt man, okay, das ist jetzt Liebe. Fühlt sich so an. Mhm. Ne? Wo man sich danach immer wundert, hey, wieso ist denn jetzt keine Liebe mehr? Wenn das bricht, dann ist ja das Liebesgefühl auf einmal weg. Ja. Ne? Warum? Also war doch vorher da, warum ist es jetzt weg? Bei diesen universellen Energien, wenn das fließt, diese Liebe hört ja nie auf, das bricht nicht, das ist immer da. Also es darf immer unendlich fließen. Und in diesen Deals, also ich finde das nochmal, diese Deals wirklich wichtig, und diese Verwechslung, weil das ist, es sind fließende Energien, aber es sind nicht authentische fließende Energien. So wie du es ja eben auch schon beschrieben hast. Ne? Ja. Und da ist oft dieser Stolperstein in Beziehungen, ja, wo eine Abhängigkeit letztendlich entsteht. Genau, ich überlege gerade, das ist im Prinzip schlecht. Warum ist das schlecht? Man könnte ja sagen, A hilft B, B hilft A, weil man unfrei wird und letztendlich unabhängig davon trotzdem, Salvador sagt, unauthentische Energien führen zu Schmerzerfahrungen. Schmerzerfahrung, genau. Und das ist letztendlich auch wieder aus dem Ego geboren. Ja. Ich überlege gerade, so Wesenssysteme können jahrelang gut gehen oder einer sagt, ich gebe dir meine Energien nicht mehr. Das ist dann ja in jedem Fall für beide. Ich überlege gerade, wie so ein System aufbraucht, ja. Denkbar. Wenn einer sagt, ich gebe dir die Energie nicht mehr, dann entsteht ja schon ein Spannungsfeld. Dann ist ja schon ein Konflikt da, ne? Weil der andere fühlt sich dann im Mangel. Der fühlt sich dann im Mangel, fällt in Schmerz. Gib dem anderen die Schuld, du gibst mir die Energie nicht mehr, jetzt falle ich in Schmerz, du bist schuld. Na, dann geht dieser Krieg los. Ich wollte jetzt noch was anderes sagen. Warte, ich hatte gerade einen Gedanken, der war wichtig. Ja, das eine ist Energien teilen, das andere ist Energien vorenthalten. Jetzt fällt es mir ein, und zwar wollte ich sagen, ein ganz wichtiger Aspekt, also ich würde jetzt mal sagen, wir sind alle dabei, Wesenssysteme aufzulösen oder den Fokus darauf zu richten, dass wir es auflösen. Aber natürlich fallen wir in Wesenssysteme noch rein. Ja, das passiert alltäglich auch mal so. Was total wichtig ist dabei, ist diese Bewusstseinsarbeit in diesem Punkt. Also wenn es jetzt zum Beispiel in einer Beziehung so ist und man merkt, oh, jetzt fängt ein Wesenssystem an, ne, ein Deal beginnt, wenn man bewusst bleibt, kann man darüber reden und kommunizieren. Und löst sie dadurch ja auch gleich wieder auf. Also das heißt, wir brauchen gar nicht den Anspruch haben, dass wir sagen, ich führe jetzt nur noch Beziehungen, die keine Wesenssysteme haben, weil ich will ja authentisch werden und autark. Ja, dann können wir, glaube ich, keine Beziehung im Moment führen. Also es geht einfach darum zu sagen, okay, ich weiß darum, dass es das gibt. Ich habe den Anspruch, authentisch und autark zu sein oder zu werden. Aber ich kann ja auch lernen. Ne? Also mit dem bewussten Umgehen. Vielleicht kann man auch der Vollständigkeit halber sagen, dass Wesenssysteme nicht nur in einer Mann, Frau oder überhaupt in einer Partnerbeziehung generell ist, sondern genau, ja. Geschwister, Freunde, Eltern, alles Mögliche, ne? Alles denkbar. Immer da, wo man sich gerade nicht authentisch verhält. Ja, und dann gibt es die Leute, die nicht Energien teilen und zurückhalten, sondern Leute, die sich abschotten mit ihren Energien. Mhm. Das fand ich auch beeindruckend, das nennt Salvador das Geschwür der Menschheit. Also im Prinzip unser allergrößtes Geschwür, womit wir uns schaden. Die Konkurrenz. Ja, das Schädlichste überhaupt. Magst du das nochmal erklären? Genau. Genau, also in der Konkurrenz ist es ja so, dass das Ego
sicher im Mangel fühlt. Ego heißt ja, ich schneide mich ab von den authentischen Energien, also von meiner eigenen Quelle. Ich werde nicht versorgt, daher bin ich ja im Mangel. Mhm. Und das Ego sagt, wir sind im Mangel, also dürfen wir auch nichts mehr abgeben, weil wir haben ja schon so wenig. Mhm. Also halte ich mich zurück und gebe keine Energien ab. Das ist diese Konkurrenz. Ne? Konkurrenz wird immer empfunden, wenn sich jemand abtrennt, sagt, nee, du kriegst meine Energie nicht, die behalte ich für mich. In dem Moment trenne ich mich ja ab, aber auch wieder ja auch von mir selber. Das heißt, das Ego ist im Mangel und erschafft gleichzeitig wieder Mangel. Also es ist eine Mangelerschaffung. Aber er schafft sogar, also einmal erschafft er Mangel bei dem, der gerne die Energie hätte und bräuchte. Und bei einem selber. So wichtig ist, bei einem selber. Bei einem selber, ja. Doppelt schlecht. Und das läuft, das kennt jeder, glaube ich. Also das läuft überall. Hm. Ne, diese Angst, wenn ich jetzt gebe aus mir selbst heraus, dann habe ich ja noch weniger und dann bin ich ja noch weniger versorgt, also gebe ich es mal nicht. Und das ist genau ja aber der Trugschluss der ganzen Sache. Weil wenn es anfängt zu fließen, wenn ich mir das erlaube, mein Potenzial einfach zu teilen, ohne was dafür zu wollen, eröffne ich mich selbst ja auch schon wieder und werde ja wieder von meiner Quelle ernährt, also dieser unendlichen universellen Quelle, also die Welle, die durchkommt, ne? Das ist ja das, was Salvador immer wieder sagt. Ne? Energie ist in Hülle und Fülle und da. Und wir Menschen nehmen uns selbst als in einem Mangelzustand. Ja, wir halten uns da drin. Genau. Und letztendlich ist das Ego ja da auch wieder das große, wichtige Thema. Großes Thema. Magst du dazu was sagen? Also Ego an sich erstmal, was ich auch durch das Buch selber erstmal verstanden habe, ist, dass Ego ein Mechanismus ist, nichts weiter. Es ist einfach ein Mechanismus, der in unserem System passiert oder der aktiviert wurde, dieser Mechanismus. Der ist in der DNA gespeichert als Information, dieser Mechanismus Ego, und wurde aktiviert. Also mit anderen Worten, wir alle Menschen waren dazu vorgesehen, von Anfang an diese Ego-Erfahrung auch zu machen. Ja, das ist eine Erfahrung, die in unserer... Also um die wir uns herum kristallisiert haben, auf der Seelenebene. Ne? Also es ist ja die Akasha-Chronik, wo die Erfahrungen gespeichert sind, auch die Ego-Erfahrung. Und wir Menschwesen sind die, die diese Erfahrungen materialisieren durch diese Kristallisierung drumherum. Wir verknüpfen ja immer den Begriff Ego, der ist ja immer mit Schuld auch behaftet. Mhm. Ne? Jeder will dieses Ego, das will man abschütteln und man fühlt sich auch schuldig und schämt sich dafür. Aber jetzt höre ich gerade von dir, nein. Ja, also das ist mir persönlich ein Riesenanliegen, weil Schuld an sich ja in uns schon impliziert, dass wir klein sind und wertlos. Ne? Also Schuld macht ja ganz viel mit uns. Mhm. Ist ein großes Machtmittel von allen möglichen. Ja, wenn jemand in Schuld gebracht wird, der bleibt klein, der kommt nicht in seine Kraft, der kommt nicht in seine Größe, der kommt nicht in sein Potenzial. Dieses Ego ist oft, wird genutzt, um auch eine Art Schuld zu produzieren oder es macht schuldig oder man fühlt sich schuldig durch Ego. Ja, wenn man sagt, oh, du bist ja egoistisch, da kriegt man gleich so ein Gefühl von, oh scheiße, nein, ich will ja gar nicht egoistisch sein, das ist schlecht. Mhm. So. Und das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis, zu sehen, Ego ist einfach nur ein Mechanismus, der in dieser Energie-DNA drin ist. Und es ist ein heiliger Prozess. Letztendlich ist es ein heiliger Prozess, weil nur durch uns kann ja Erfahrung erfahrbar gemacht werden für die höheren Ebenen. Mhm. Ja, wir sind die, die die Abtrennungserfahrung leben und dadurch anderen wiederum ermöglichen, Erfahrungen zu speichern. Mhm. Und das geht nur durch die Abtrennung. Also nur durch diesen Ego-Mechanismus ist das möglich. Vielleicht sagen wir noch mal was kurz zur Abtrennung. Abtrennung ist nämlich ein gutes Stichwort. Abtrennung bedeutet, dass diese Spiegellinie zwischen der materiellen Ebene und der geistigen Ebene blockiert ist. Mhm. Dass also wir Menschen unseren Ursprung gar nicht mehr kennen und auch keinen Zugriff drauf haben. Mhm. Ja, das ist der Mechanismus. Genau, dass das Bewusstsein sozusagen geblockt wird und wir fallen hinter den Vorhang, sage ich immer, also hinter diesen Ende des Vorhang des Vergessens, das fand ich so genau, hinter den Vorhang des Vergessens. Das ist der Mechanismus. Das ist
Und weil wir das Ego so leben und uns abgetrennt fühlen, das ist ja der Grund, warum wir überhaupt uns manchmal dazu entscheiden, Erfahrungen zu machen, die nicht authentisch sind, weil wir ja nichts haben, woran wir uns orientieren können. Ja, genau. Das heißt, wir sind blind und wir suchen irgendwas. Ja, das ist ja auch so diese Suche, diese innerliche Suche. Man ist auf der Suche nach etwas und weiß eigentlich erstmal, wenn man anfängt, noch gar nicht so richtig nach, was suche ich denn hier eigentlich? Ich weiß nur, dass ich irgendwas suche. Mhm. Und letztendlich ist es das Suchen, was ist denn hinter dem Vorhang? Was ist denn da? Wo ist es denn, das Wissen über mich? Und dieses, wir haben ja alle eine Sehnsucht danach, nach Hause zu kommen in uns. Mhm. Und dieses Spiel zu beenden, da ist ja eine riesen Sehnsucht da. Ja, und das ist letztendlich auch der Motor für Bewusstseinsarbeit, für das, was wir tun. Das ist ja der Motor, diese Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Erklär doch mal, wenn du jetzt in dich kehrst und für dich selber überprüfen möchtest, ist eine Erfahrung authentisch oder nicht. Salvador beschreibt den Mechanismus des höheren Selbst als Fahrstuhl zu einer anderen Ebene, wo man Kontakt aufnehmen kann. Wie machst du das? Wie mache ich das? Also ich weiß, dass ich es in den Anfängen durch Meditation gemacht habe. Ja, das kann man sich bildlich vorstellen auch. Als ich damit angefangen habe, bin ich halt immer noch nach oben gefahren. Also ich bin noch in diesem Linearen gewesen und habe mich halt über meinen Kopf, über das Kronchakra versucht, in andere Ebenen zu bringen, um da Informationen über mich zu bekommen. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich es übers Herz mache. Also das, ne, Salvador ist ja aus dem Linearen raus in diese Raum-in-Raum-Erfahrung. Also genau. Da gehen wir jetzt aber zu weit. Ich weiß, wir sind im zweiten Kapitel. Ich höre jetzt auch gleich auf. Aber das ist das, wo ich sagen kann, man kann meditieren und über sein Herz, da ist das höhere Selbst. Genau. Kann man in andere Ebenen reingehen. Genau, man kann den Lesern vielleicht noch sagen, dass wer bisher erst Kapitel 2 gelesen hat, dass Salvador ja speziell Kapitel 2 zu Beginn des Buches an unsere dreidimensionale Wahrnehmung angepasst hat. Ja, genau. Genau, aber es gibt eine Möglichkeit mit seinem Bewusstsein, wir müssen ja nicht jetzt differenzieren, ob wir nach oben reisen oder nach innen reisen, auf jeden Fall mit seinem Bewusstsein, mit seinem Fokus auf eine andere Ebene zu reisen. Mhm. Ja. Sofern wir kein stark aktiviertes Ego haben, denn wer ein stark aktiviertes Ego hat, der sieht diese Möglichkeit nicht, gar nicht, weil diese Spiegellinie ja noch total blockiert ist. Richtig? Also ich glaube, wer ein stark aktiviertes Ego hat, der ist noch nicht so auf der Suche. Auch das. Ja. Der würde sich vielleicht gar nicht die Fragen stellen jetzt. Da brauchst du noch ein bisschen, bis das Ego sich beruhigt. Genau, aber so. In dieser Zeit, wo wir jetzt die Welle fast ihren endgültigen Ausschlag erreicht hat, geht es ja gerade darum, Bewusstseinsarbeit zu leisten, um diese Spiegellinie nicht mehr als Blockade wahrzunehmen, sondern sie durchlässig und spiegelbar zu. Da kann man vielleicht auch nochmal die kritische Masse erwähnen, die hat Salvador auch erwähnt. Das heißt, wenn die kritische Masse erreicht wird an Menschen, die diesen authentischen Weg gehen wollen oder auch gehen und dafür viele Energieblockaden ja auch freisetzen, also einmal bei sich selbst, aber auch im Massenbewusstsein, dass dann der Rest der Masse schnell nachkommt. Mhm. Ja, das ist dann der letzte Schwung der Welle wird dann schnell gehen. Die werden einfach mitgerissen. Also da wird der Vorhang einfach schnell gehoben, weil es schon im Massenbewusstsein drin ist. Das ist wie damals, ne, war ja dieses, die Erde ist eine Scheibe und irgendwann fing jemand an, hat gesagt, die ist aber rund. Irgendwann ist das eine neue Realität. Genau, man konnte sich nicht mehr gegenwehren. Genau, weil die meisten gesagt haben, ja, es ist rund. Man sieht es ja auch daran, so ein Gespräch zwischen uns beiden, das hätte vor 50 Jahren noch niemanden interessiert, wenn es das Internet damals schon gegeben hätte. Aber die Resonanz ist ja groß. Du hast ja seit dem Interview bei Laura Seiler, dem Podcast, der jetzt Mitte der Woche freigeschaltet wurde, unglaublich viel Feedback bekommen. Ne? Ja, also das ist auch was mich wirklich berührt, was das auslöst. Wirklich. Ja. Also das, ich meine, dieser Prozess dieses Buchschreibens und dieses Wissen, das hat mit mir unglaublich viel gemacht. Hat eigentlich mein ganzes Leben umgekrempelt, kann man so sagen. Und Salvador hat mir immer gesagt, was es auslösen wird in der Menschheit, also was es macht. Da ich auch ein Zweifler bin oder ein Zweifler in mir habe. Da du ab und zu ein Ego aktiv hast. Genau. Da habe ich gedacht, ja gut, das kann er jetzt sagen. Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Aber es jetzt wirklich, also wirklich real so zu fühlen und diese,
Mails zu lesen, die jetzt alle so ankommen, also es bewegt mich total, berührt mich total und es ist ja ohne Worte. Mhm. Ich habe da noch keine Worte für. Und ich finde es so schön, dass dieses Wissen jetzt rausgeht und so viele Menschen da was mit anfangen für sich, also in ihre eigene Größe kommen, ja, und in die Unabhängigkeit und raus aus dieser Schuld. Mhm. Ja, das ist eben genau das, was ich meinte. Ne? Das wäre vor ein paar Jahrzehnten nicht möglich gewesen und es ist was. Ne? Also wir arbeiten uns an die kritische Masse heran, jeder so in seinem kleinen Kreis und authentizitiert sich. Genau. Vielleicht sagen wir nochmal was zu Störungsfeldern. Ne? Wir stehen ja nun, das ist jetzt ein kleiner Cut, ein ganz anderer Bereich, aber der wird ja auch in Kapitel 2 angesprochen. Die Menschen stehen in einer Doppelpyramide, das nennt er die Matrix. Chakren sind ja schon bekannt, aber die Matrix ist vielleicht noch nicht so wahnsinnig bekannt. Und es ist ja denkbar, dass wir unauthentische Energieflüsse haben in den verschiedenen Bahnen und durch die verschiedenen Tore hindurch. Erklär doch mal, wie das passieren kann. Die Störungsfelder, ja. Das sind letztendlich Entscheidungen, die wir treffen, aus dem Ego raus. Mhm. Entscheidungen sind Initialzündungen, wo wir Energien ziehen. Ja, wo wir, ich treffe eine Entscheidung und dann wird diese Energie mir auch zugeführt. Mhm. Es gibt. Da sind wir tatsächlich frei, ne? Stichwort freier Wille. Also selbst Wille. Wenn in genau. der, ja. Du gesagt hast, ja. in der Seelenebene schon vorgegeben ist, was für uns authentisch ist. Wir Menschen sind tatsächlich. Wir haben einen freien Willen, ja. Und wir können sagen, das macht alles so sein und ich lade mir trotzdem andere Erfahrungen ein. Und das funktioniert durch eine Umprogrammierung der Tore oder diese? Die Tore lassen andere Energien ein. Und dann ist das so. Dann ist das so. Oder auch die Bahnen lassen andere Energien durch. Aber genauso wie wir entschieden haben, unauthentische Energien einzuladen, können wir auch eine Entscheidung treffen, das zu beenden und authentische Energien durch eine neue Entscheidung. Genau, Entscheidungen sind immer diese Initialzündung, ne? Da setze ich einen Punkt. Mhm. Und laufe diesen, entweder laufe ich dann den Ego-Kreislauf oder den Geist-Kreislauf. Geist-Kreislauf heißt letztendlich, ich entspreche meinem Sein oder meinem authentischen Sein. Dann laufe ich meinen Geist-Wesen-Kreislauf. Mhm. Ja, das Geistwesen ist, sind wir auf der geistigen Ebene. Nicht in Materienform, in einer durchlässigeren Form, sind wir da auf dieser einen drüber Ebene, also auf der geistigen Ebene. Mhm. Mhm. Er spricht ja auch davon, dass es, er wirbt dafür, werben kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, den Vorschlag anzunehmen, einfach eine Grundentscheidung auch zu treffen und zu sagen, die Materie ist langsam, hier stehe ich jetzt nun vor meinem Leben, so wie es ist, aber ich bin immer noch frei, eine Grundentscheidung zu treffen und zu sagen, so, jetzt möchte ich mich bemühen, zu unkreieren, was vielleicht nicht authentisch gewesen sein mag, sozusagen. Mhm. Ich fand noch eine andere Stelle total interessant und das ist der Schlaf. Magst du dazu was sagen, was im Schlaf passiert? Der Schlaf, genau deswegen brauchen wir auch Schlaf. Also er sagt, der Schlaf ist der kleine Tod. Mhm. Im Schlaf geht unsere Matrixkopie hier auf Erden einmal zurück zu dem Original, also zu der Originalmatrix, da wo authentische Energien fließen. Mhm. Es gibt auch Störungsfelder auf dieser geistigen Ebene, aber das ist nochmal ein anderes Thema jetzt. Wenn wir schlafen und unsere Matrixkopie in das Original einmal übergeht, dann, ja, wie sagt man das, also es wird erfrischt. Also es wird nochmal neu. Eine Reinigung. Im Prinzip. Wie eine Reinigung, genau. Eine Reinigung, sodass wir nach dem Schlaf wieder hierher kommen, gereinigt und den nächsten Tag bestehen können. Mhm. Man kennt das ja auch von sich selber, dass man selbst nur kurz weggenickert ist, dass dann einmal kurz gereinigt wurde. Ja, man fühlt sich also im Vergleich mit der Dauer des Schlafs ja unverhältnismäßig stark, jetzt weiß ich, dass das richtige Wort gereinigt ist, aber vor dem Salvador-Buch hätte ich gesagt, man fühlt sich erfrischt oder ja, wieder in seiner Mitte. Jedenfalls tut sich auch wirklich. Und das ist ja auch im Schlaf, rutscht das Ego ja beiseite. Ja, das ist ja, wenn wir schlafen, hört das Ego kurz mal auf, diese Spiegellinie, die geblockt wurde, also da, wo der Ego-Mechanismus diesen Block gesetzt hat, der wird kurz aufgelöst, deswegen können wir ja auch auf die geistige Ebene in dem Moment und dann wird die Matrix nochmal gereinigt. Und wenn wir wieder im Wachzustand sind, ist dieser Ego-Mechanismus wieder aktiver, sodass wir uns wieder blocken. Mhm.
Ja, also leider. Leider ist das so. Ja, genau. Oder jetzt auch Schlafstörungen, ja, wenn es Schlafstörungen gibt, das ist halt ein aktives Ego, was nicht ganz zulässt, dass diese Spiegel, also dass dieser Block rausgeht, dass sich jemand hingibt in sein Sein. Deswegen sagt man ja auch, wer kann nicht loslassen, kann, kann, ne? Nicht loslassen. Genau, ja. Das ist damit auch wiederum gemeint. Ja, interessant. Ja, wir hatten jetzt den kleinen Tod. Und dann kommt der große Tod. Das drängt sich praktisch auf, dass wir über den großen, also den echten Tod sprechen. Den echten Tod, ja. Und beim echten Tod ist es so, deswegen sagt auch der kleine und der große Tod, beim großen Tod geht, oder beim Tod, wie wir es nennen, geht die Matrix-Kopie, löst sich komplett auf und wir gehen wieder zurück ins Original. Mhm. Das passiert durchs Herztor. Mhm. Das ist auch dieser helle Tunnel. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht im zweiten Kapitel, ne? Ich kann es dir nur kurz anreißen. Wir hatten, ja. Also ne, das im Tod wird diese Spiegellinie ganz aufgehoben. Also der Ego-Mechanismus löst sich auf. Mhm. Und wir gehen praktisch durch diesen Lichttunnel, also unser Herzzentrum, zurück auf die geistige Ebene, wo unser Original sitzt, also unser Geistwesen sitzt. Mhm. Und da kann man auch wiederum sehen, dass Menschen, die mit dem Tod kämpfen, ne, die auch nicht loslassen können, dass auch wieder ein sehr stark aktiviertes Ego zuständig, dass dieses Tor zuhält letztendlich. Ja, es ist ja der ein Mechanismus, der das Tor zuhält zu der anderen Seite. Mhm. Und wenn das sehr aktiv ist, dann können die nicht gehen. Das heißt, die halten an der Materie fest, also in dieser Ego-Identifikation und lassen sich nicht los auf die andere Seite, also in die Hingabe. Ja, ich gucke gerade so, weil du meine absolute Lieblingsabschnitt in dem ganzen zweiten Kapitel, wenn nicht im ganzen Buch gerade ansprichst. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich lange Zeit das ganz furchtbar fand, die Vorstellung zu sterben und nicht sterben zu wollen. Das hatte ich selber mal persönlich miterlebt. Und da sagt Salvador, kein Mensch, der hier authentisch gelebt hat, also dessen Originalmatrix die Möglichkeit hatte, hier sich authentisch zu zeigen auf der Erde, hat irgendein Problem, dass sich die Matrixkopie wieder auflöst, weil er sein authentisches Sein hier gelebt hat. Mhm. Also ich finde, das ist halt spendet unglaublichen Trost. Ne? Mhm. Ja, das hat Kraft. Echt schön. Das stimmt. Mhm. Das erklärt dann auch, wenn wir immer in unserer Originalmatrix sind, also wenn ich tatsächlich auf einer Ebene mein Seelendasein habe, das erklärt auch, warum man immer von seinen Liebsten in dem Übergang zum Tod auch begrüßt wird. Ne? Mhm. Diese Nahtoderfahrung hatten wir letztes Mal schon angesprochen, jetzt nicht in dem Detail, aber ich persönlich habe mich auch immer mal gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass man immer abgeholt wird von seinen vielleicht schon verstorbenen Großeltern, wenn man jetzt nun die Vorstellung hat, die könnten wieder inkarnieren? Kann ja sein, die sind gar nicht mehr da. Aber die Realität ist ja so, dass wir immer da sind. Wir sind immer da, ja. Also das Original ist immer da. Und klar, es kann sein, dass derjenige schon wieder inkarniert ist, mhm, als jemand anderes. Wenn wir abgeholt werden, wird natürlich dieses Bild geworfen von diesem Original, was wir kennen, mhm, damit wir es erkennen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass derjenige nicht schon auch wieder inkarniert ist. Ist ja auch wieder zeitlich gedacht. Ja, aber wie mit unserer Zeit, die es ja gar nicht gibt. Ja, genau. Das kann ja. Mhm. Wir können ja gleich nochmal über die Zeit sprechen, aber bevor wir das machen, weil wir jetzt dieses Thema Reinkarnation ansprechen. Was sagt Salva zu der Vorstellung, dass jede Seele, also jede Originalmatrix, mehrfach sich kopiert hier in die Materie? Also er sagt, er hat ja gesagt, das ist so. Er sagt, es ist so. Also er sagt, es gibt ein Original von uns. Mhm. Darüber gibt es also einen Seelenkern, der eine Originalmatrix wirft. Und diese eine Originalmatrix wirft ganz viele Kopien. Und diese ganz vielen Kopien sind jeweils ein Leben von uns. Also ein Erfahrungsleben, weil wir können ja jetzt in einem Leben auch nicht alle Erfahrungen, die wir sind, abarbeiten oder abhaken, weil ja das Ego auch noch da ist. Wenn das Ego jetzt nicht da wäre, also wir hätten keinen Ego-Mechanismus, mhm, dann würden wahrscheinlich ein Leben von uns reichen. Mhm. Aber da ja das Ego da ist oder war oder aktiviert wurde durch die Abtrennung, brauchen wir natürlich viele Kopien, um in unser Original wiederzukommen, weil wir wollen ja das Original von der geistigen Ebene, wollen wir ja eins zu eins hierher bringen. Mhm. Dann ist es ja die Erfahrung abgeschlossen.
Das ist ja der Sinn der Sache. Ne? Dann, um das von dem größeren Ganzen, wenn ich darf, dann hat die universelle Quelle ihre Energien geschickt durch unsere Seelenebene, geistige Ebene und Materienebene in die durch. Materie. Genau, dann und ist dann die Welle beendet und dann geht die Welle zurück. Okay, das erklärt, gut, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, warum ist das so? Und ein riesengroßes Aha-Erlebnis hatte ich dann bei dieser ganzen Konstellation auch, mehrere Leben, mehrere Matrix-Kopien. Völlig überraschend, die Zeit, die gibt es laut Salvador nicht. Die gibt es, ja genau, die gibt es laut Salvador nicht. Es ist eine Dimension, also er beschreibt es schon als Dimension, die da ist, die es schon gibt, weil es muss ja entzerrt werden, also um Erfahrungen erfahrbar zu machen, brauchen wir eine Entzerrung ja, für unsere Wahrnehmung. Sonst ja, denn und für uns ist die Zeit ja real, ne? Also das ist ja. Nein, das ist anders. Also, na klar, also wir ist ein Unterschied. Also die Zeit ist da als Dimension, als um Erfahrung erfahrbar zu machen. Ja. Jetzt kommt es darauf an, identifizieren wir uns mit der Zeit, sagen wir, das alleine ist die Realität und fixieren uns in der Zeit. Das heißt, für uns gibt es keine andere Wahrnehmung als die Zeit, zeitliche lineare Linie. Mhm. Dann sind wir in dieser Zeit gefangen, weil wir uns damit identifizieren. Das heißt, es gibt nur diese Zeit, ich bin nur in der Zeit. Dann bleiben wir in den Kopien drin, weil die Kopien hintereinander, also die vergangene Leben, wenn man es in der zeitlichen Linie sieht, sind in der Zeit. Mhm. Dann identifiziere ich mich damit, dann bin ich in der Zeit. Aber wenn ich sage, okay, die Zeit ist eine Wahrnehmungshilfe, es ist eine Dimension, die wichtig ist, um Erfahrung erfahrbar zu machen, so wie der Ego-Mechanismus wichtig ist, um Erfahrungen erfahrbar zu machen, darum geht es hier ja, dann muss ich mich ja nicht damit identifizieren. Ja? Dann sage ich, Zeit ist genauso ein Mechanismus, aber ich bin jetzt nicht Zeit. Also ich kann die Zeit nutzen, um Erfahrungen erfahrbar zu machen, aber ich kann auch sagen, ich bin auch zeitlos. Und wenn ich dann aus der Zeit rausgehe, aus der Zeit falle, komme ich ja dann anders nochmal auf die geistige Ebene, weil da gibt es ja nicht die Zeit an sich. Da ist ja wieder Punkt im Punkt, also da gibt es das Jetzt. Und in diesem Jetzt ist es ja dann auch so, dass es vergangene Leben an sich nicht gibt, sondern die Erfahrungen übereinander gelagert sind. Das kommen wir in späteren Kapiteln ja auch nochmal dahin, dass es die Raum-Erfahrung ist. Genau, ne? Wenn wir mal die Abbildung für unsere dreidimensionale Wahrnehmung entsprechend angepasst sind im Kapitel 2, würde das ja bedeuten, dass wenn ich in ein vergangenes Leben reinschauen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich mich ja an dieser Spiegellinie entlang hangeln. Genau, so hat er das erklärt. Und von oben und runter, oben gibt keine runter. Runden, aber ja, würde dann da reingucken. Genau, das beschreibt er als Hilfsmittel, um vergangene Leben, wenn wir jetzt in der Zeit bleiben, zu sehen, um da Informationen rauszukriegen, die uns jetzt in diesem Leben vielleicht helfen könnten. Spannend. Total spannend. Ja, ich würde sagen, fällt dir noch was ein? Ich glaube, wir haben Kapitel 2 ganz gut einmal abgedeckt. Ja, ich glaube, am Ende vom Kapitel 2 meine ich es auch noch, dass er beschreibt, dass das Universum an sich, also in dem wir existieren, mit den ganzen Ebenen an sich, also unsere Quelle ist, also ein Wesen mit der Energiequelle, aus der wir, die in diesem Universum sind, gespeist werden. Also dass es auch noch andere Universen gibt, aber das ist nicht unser Universum, also unsere Energiequelle. Also es geht darum, dass unsere Energiequelle für unsere Matrix in diesem Universum ist, was wiederum eine Wesenheit beschreibt. Das kommt am Ende Kapitel 2 nochmal. Und dann können wir schon mal neugierig machen auf Kapitel 3, weil das wird ja dann noch aufgelöst, worum es da jetzt geht. Genau. Also ihr Lieben, das war toll. Vielen Dank. Das ist mal schön, wenn man selber noch seine Fragen loswerden kann. Wir laden euch ganz, ganz herzlich ein mit uns. Nee, zunächst einmal laden wir euch ganz herzlich ein, Fragen zu stellen. Christiane hat ein Facebook-Account, das heißt Christiane Hansmann, Raum für Bewusstsein. Ihr seid herzlich eingeladen. Fragen, die euch jetzt noch beim Lesen kommen, sofern ihr Zeit, gibt die Zeit ja nicht, aber wenn ihr in ein paar Wochen auch erst das zweite Kapitel lesen, gar kein Problem, stellt uns gerne oder Christiane gerne eure Fragen, sie beantwortet die. Und Gleiches gilt für Kapitel 3, wobei Kapitel 3 werde ich jetzt mal fleißig lesen. Nächste Woche nehmen wir ein YouTube-Video speziell zum Thema Kapitel 3 durch. Und da freue ich mich schon auf ein Gespräch mit dir. Ich freue mich auch. Ja, das war spannend. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns wieder zuschaltet. Bis dann, alles Gute.
Danke, Christiane. Danke dir.